Naja, die leben eh nicht lange. Ehrlich gesagt hat er bisher noch nichts Bedrohliches gemacht. So, wieder ein Monster weg. Ah, verdammt, wirkt nicht. Der verlässt sich zu sehr auf seine Monster. Okay, Phoenix war hier nicht so stark. Mal sehen, wie der Makrosaft reagiert. Ah, wir haben besiegt. Naojo. Okay, er ist mutiert. $24.000 AP, na, das dürfte eigentlich eher nicht so schwer sein. Ja, ich schmeiß nochmal Regen an. Das läuft eigentlich ganz gut. Eigentlich doof, dass ich jetzt Neo Bahamut verballert habe. Wow, er greift an. Sid, präsentier uns die Highwind. Wow, das Ding macht Schaden. Teil von ihm haben wir schon fertig gemacht. Schlaf, das ist so ekelhaft. Yaki, was machst du? Ah, weiter beben 3. Sitz, haben wir irgendwas gegen... Folgt anormaler Zustände vor, Heldenfahren. Hier ein paar Gegenmittel.
schlägst ihn nach, ey. Frodo, du enttäuschst mich. Große Schnauze, jetzt bist du so schwach. Du machst nix. Ah, und deinen rechten Namen habe ich wieder besiegt. Oh. Der ist ja wohl völlig am Ende. Ja, war's das? Nein, natürlich nicht. Ojo muss groß hier kleckern. Oh, toll. Jetzt ruhig nochmal angreifen. Cloud, ich bräuchte mal bitte eine Analyse. Konnte nicht analysieren, ja. Okay. Yappi, nimmst du mal bitte einen Poveta. Shakeout. Einmal kann ich noch Bahamut beschwören, stimmt. Kann ich inzwischen dreimal beschwören. Ich will, dass ich vergiftet bin, das juckt mich eigentlich nicht. Yes, Cloud Limit Technik. Und Yaffi. Eis, der schwebt, also würde ich eher denken, dass Baby mir nichts bringen würde. Gegen Yaffi bringt das nichts. Oh toll, Klaus am Schlafen. Oh yes, Limit, Zorn der Götter. Darauf habe ich die ganze Zeit nur gewartet. Der gibt noch einmal Neo Bahamut Level Up. Yes! Noch eine Kraftkapsel. Fuck! Wie traurig! Was soll daran bitte traurig sein? Könnt ihr mich bitte aufklären? Wir haben gerade einen Psychopathen daran gehindert, Amok zu laufen. Einen kranken Psychopathen. Shinra ist erledigt. Der Meteor. Großvater jedenfalls. Red. Willst du die Leute in Cosmo Canyon wiedersehen? Ja. Du willst mal Lin sehen, nicht wahr? Keine Frage. Wir werden Sephiroth schlagen. Wenn wir dann die Kraft von Holy nicht in 7 Tagen freisetzen, gibt es keinen Planet mehr, der zu beschützen wäre. Wenn wir Sephiroth nicht besiegen können, sind wir so gut wie tot.
Wir sterben nur ein paar Tage früher als die anderen, die durch den Meteor umkommen. Sprich nicht von einer Niederlage, ehe der Kampf begonnen hat. Nein. Ich wollte sagen, wofür kämpfen wir? Ich will, dass das jedem klar ist. Für den Planeten, für seine Zukunft. Das hört sich edel an. Aber geht es wirklich nur darum? Bei mir geht es um etwas ganz Persönliches. Ich will Sephiroth schlagen und meine Vergangenheit begraben. Dadurch rette ich auch den Planeten. Ich habe nachgedacht. Ich meine, wir alle kämpfen für uns selbst. Für uns und für andere. Oder für Ziele, die uns wichtig sind. Dafür kämpfen wir. Deshalb kämpfen wir weiter für diesen Planeten. Du hast ja recht. Es klingt cooler, wenn es heißt, den Planeten retten. Aber ich war auch derjenige, der den Makoreaktor hochgejagt hat. Wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich, dass das nicht der richtige Weg war. Viele meiner Freunde und Unschuldige mussten darunter leiden. Zuerst war es Rache, dafür, dass Shinra meine Stadt zerstörte. Aber jetzt, ja, ich kämpfe für Marlene. Für Marlene. Für Marlenes Zukunft. Ja, ich glaube, ich möchte den Planeten um Marlenes wegen retten. Dann besuch sie. Verschaff dir Klarheit und komm zurück. Jeder verlässt das Schiff und sollte versuchen, die persönlichen Gründe selbst herauszufinden. Ich will, dass ihr euch sicher seid. Erst dann sollt ihr zurückkommen. Vielleicht kommt keiner zurück. Der Meteor wird uns sowieso töten. Kein Gerangel mehr. Ich weiß, weshalb ich kämpfe. Ich kämpfe, um den Planeten zu retten und damit basta. Aber da gibt es auch etwas ganz Persönliches. Eine persönliche Erinnerung von mir. Wie steht es bei euch? Ich möchte, dass jeder dieses ganz Persönliche in sich findet. Wenn es jemand nicht findet, dann ist das auch in Ordnung. Wir können nicht ohne einen Grund kämpfen, oder? Ich nehme es keinem übel, wenn er nicht zurückkommt. Was wirst du machen, Tifa? Hast du es vergessen? Ich bin ganz allein. Ich habe niemanden auf dieser Welt. Alle sind weg. Ja, es gibt nichts und niemanden, woran wir uns klammern können. Du hast recht. Aber ich bin mir sicher, dass sie eines Tages zurückkommen werden. Glaubst du nicht auch? Ich weiß nicht. Alle Menschen haben etwas Unersetzliches, an das sie sich klammern. Aber dieses Mal ist unser Gegner... Aber das ist in Ordnung. Selbst wenn niemand zurückkommt. Solange ich mit dir zusammen bin, solange du an meiner Seite bist, werde ich nicht aufgeben. Auch wenn ich Angst habe. Hey, Tifa. Egal was früher war. Im Grunde.